Ukrainische Soldaten haben die russische Region Kursk angegriffen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Das Gebiet liegt an der Grenze zur ukrainischen Region Sumy, die seit April 2022 täglich russischen Angriffen ausgesetzt ist. Die ukrainische Armee sei 15 Kilometer in die Region Kursk vorgestoßen und habe 11 Siedlungen eingenommen. Die Front sei etwa 11 Kilometer breit. Die russische Armee habe die ukrainische Offensive zurückgeschlagen, berichteten die russischen Medien. Anderen Berichten zufolge finden in der Region jedoch weiterhin schwere Kämpfe statt. Laut den militärischen Quellen beider Seiten hat Russland in der Region Kursk mindestens 2 Kampfhubschrauber und 2 Panzer verloren. Eine der Hubschrauber wurde von der ukrainischen First-Person-View-Drohne abgeschossen, berichteten die ukrainischen Medien. Russlands Präsident Wladimir Putin wirft Kiew eine groß angelegte Provokation vor.